Gegen seinen Ex-Club GC traf Rainer Bieli am letzten Wochenende gleich zweimal und Aras Heimbilanz gegen St. Gallen ist hervorragend. 26 Spiele und nur 8 Niederlagen. Und Aarau begann dementsprechend mit Selbstvertrauen. Freistoß Charles Wittl. Ein langer Ball und drin. Nach 2,5 Minuten schon die Aarauer Führung durch Jean-Pierre Choi-Chua. Kopfschütteln bei Stefano Razzetti. Der Ball flog und flog und flog Choi-Chua direkt auf den Kopf. St. Gallens Antwort ließ 10 Minuten auf sich warten. Dafür fiel sie umso heftiger aus. Mensa auf Pavlovic. Ein klasse Reflex von Massimo Colombo. Ja, ja, St. Gallen wurde besser und auch gefährlicher. Dann dies, ein Aarauer Konter über Varela auf Bieli. Und schon wieder Tor, das 2:0 nach 18 Minuten. Rainer Bielis 7. Saisontreffer und was für ein. Direkt genommen mit vollem Risiko. Auweia Heinz Beischl, St. Gallen bös zerzaust. Und wieder die Aarau. Bieli, De Napoli. Und wieder Bieli, 3:0. Ja, du mein lieber Himmel, jede Bieli-Chance bisher ein Tor und noch keine halbe Stunde gespielt. Was nur war mit St. Gallen los? Fast jeder Aarauer Angriff war ein Tor. Aber wer den Gegner so spielen lässt und sich solche Fehlpässe leistet, Wittl hätte beinahe davon profitiert, Razzetti wäre wieder geschlagen gewesen. Aarau zur Pause, 3:0 in Führung, dank der Rainer Bieli Show. Nur fliegen ist wohl schön. St. Gallen musste sich in der Pause wohl so einiges anhören lassen. Dementsprechend wachgerüttelt traten sie auf. Aber Aarau-Trainer Alain Geiger behielt die Gewissheit, sicher im Vorsprung zu liegen. Dann Eckball St. Gallen. Der Anschlusstreffer zum 1:3 in der 54. Minute durch Alex Tachimensa. Schauen Sie genau hin, hat der eine Sprungkraft. Nur wollte gar kein Aarauer mitspringen. Mensas 9. Tor im 12. Spiel. Und dieses Anschlusstor verlieh den gedemütigten St. Gallen plötzlich neue Kräfte. Barnetta. Mensa gegen Choi-Chua. Aber diesmal genau auf Massimo Colombo. Ach ja, dann kam ein Verteidiger, Arno Bühler, für Rainer Bieli, dem Top-Torschützen. Er durfte 11 Minuten vor dem Ende vom Platz. Also, Aarau versuchte den Vorsprung zu verwalten und St. Gallen blieb nur noch wenig Zeit, die Niederlage abzuwenden. Dem eingewechselten Christoph Bettig wäre beinahe noch das 2:3 gelungen. Ja, wenn St. Gallen in der ersten Halbzeit so gespielt hätte, denn nach dem St. Galler Anschlusstor musste Aarau froh sein, das 3:1 über die Runden zu bringen. Zellweger traf zu all dem noch die Latte. Dann war Schluss vor 4.500 Fans auf dem Brückli-Feld. Die hatten ihren Helden, Rainer Bieli, der nach GC nun auch gegen seinen Ex-Club St. Gallen zweimal traf. Ich bin motiviert in jedem Spiel. Ich möchte jedem Spiel meine Goal schiessen für den FC Aarau. Und ob jetzt das GC oder St. Gallen ist, auch da gibt es nur 3 Punkte. Und auch da zählt jedes Goal nur einfach. Zweimal einfach gibt ja bekanntlich auch zweifach. Rainer Bieli, der Doppeltorschütze, und Aarau weiter im Hoch.